Hola Leute, wir sind zurück in Rom. Hier bei einem schönen Maskenstand. Diese Masken kennen wir ja schon vom Karneval in Venedig, aber da sind wir jetzt ja nicht. Sondern wir sind in Ich habe Roma. Geld nötiger als Ach, ihr. ja, Bei du. der heiligen Jungfrau, ich schwöre es. Geh einfach weg. Ach, die nerven immer. Buongiorno, Ezio. So. Wir verführen die mächtigsten Männer Roms. Doch einige von uns lassen sich auch selbst verführen. Folgt Giulietta. Ich denke, sie Schlechte bringt euch Noten. zu ihrem Auftraggeber. Wir müssen ja auch Geld verdienen. Alte Angewohnheiten. Giulietta folgen, um ihren Auftraggeber zu finden und eliminieren. Und zu eliminieren. Das Ziel mit einem Attentat aus einem Versteck heraus. Nee, du. Sorry. Ich kann dir jetzt nicht helfen. Wir müssen jetzt nämlich Giulietta finden. Ich meine, die ist ja immerhin wie eine Nutte angezogen, schätze ich mal. Also dürfte das nicht so schwierig sein. Ah, ist sie lokalisiert? Ach da. Sollen die sich nicht auf alle Nase lang da umdrehen und guckt? Ist das ja kein Problem. Die darf das ja nur nicht mitkriegen, dass wir sie... Och. Genau, guck auch noch nach oben aufs Dach. Ganz logisch. Ah, aha. Die geht jetzt da hoch. Mercato di Traiano. Hier ist ein Templer versteckt, was wir aber jetzt noch nicht machen werden. Heilige Madonna! Was will er damit beweisen? Gar nichts. Ich will eigentlich nur ihn verfolgen, gar nichts beweisen. So, wir sind zu weit weg, das hier, als dass wir uns sehen könnte. Ich wollte gerade hinzoomen, ne? Ah. Weiß gar nicht, aus welchem Spiel ich das gerade habe, das mit dem Hinzoomen. Ach nein. Ich erinnere mich an diese Mission. Ah, Ezio, Idiot. Toll. Ja, das ist mir beim ersten Mal auch passiert bei dieser Mission, wo ich das nicht wusste, dass sie da wieder zurückkommen. Alter, wie bescheuert. Ach, jetzt müssen wir die Schlampe. Sorry. Jetzt müssen wir die Frau ja erst einmal wiederfinden. Ganz toll. Ganz toll, hab sie gefunden. So. So. Na. Es gibt wirklich bessere Wege, Aufmerksamkeit zu erwecken. Ich klettere mich jetzt hier einfach direkt drauf. Warte, bis die blöde Kuh kommt. Komm schnell, schnell da raus. Danke. Natürlich guckt die auch immer genau dahin, wo man steht. Normalerweise dreht sie sich ja um und guckt einfach nach hinten. Und jetzt, die Witz, wo ich hier stehe, guckt die natürlich auch genau dahin. Ja. So, jetzt steht die da 5 Stunden lang rum. Ja, was? Na. Natürlich sieht die uns hier oben ganz toll. Das macht die Dachverfolgung etwas schwieriger. Wenn er sich auch noch die ganze Zeit dann umdreht. Ja, ist klar.
Meine Fresse. Normalerweise sind die doch auch nicht so schwer. Den Bauschabana. Nehmen wir doch mit. So. Ha! Hier ganz oben sieht sie uns nicht, blöde Kuh. Was ist denn hier mit der Sicht, bitte? Noch. Genau, genau, gleich wieder zurückgehen. Hier, sie guckt schon wieder genau in die Richtung, wo wir stehen. Aber sie kann uns nicht sehen, weil wir jetzt weit oben sind. Aha. Alles klar. Ach, fick dich. Nein! Geh doch da wieder rein. Ich wusste nicht, dass der Bastard ein Verräter ist. Du bist nicht mehr willkommen in der Rosa in Fiore. Tja, blöde Kuh. Und tschüss. Darf ich sie jetzt töten? Dann sehe ich sie nicht mehr. Na, immerhin haben wir das mit dem Versteck geschafft. Immerhin etwas. Hier ist wieder ein Templer-Versteck. Mal gucken, wo das ist. Wir könnten den... Ui, wir haben Geld in der Bank. Ja, hallo, da, Acker. Kommt, meine Freunde! Ich habe frischen Schafsurin und Rosmarinpackungen gegen eure Hühner auf. Ganz toll. Nicht der zurückhaltende Typ, ja? Na, hier ist ein Templer versteckt. Die sind immer mit diesen Türen. Aber wir werden jetzt noch keins machen. Und hier gibt es noch was, was wir machen können. Wir können nämlich dieses ganze Rondell-Dings hier kaufen. Ist allerdings ziemlich teuer. Und so viel Geld haben wir hier nicht. Und wenn, dann würden wir uns auch erst einmal eine Armbrust verschaffen. Damit wir unsere nächste Mission überhaupt machen können. So, wir können... Was können wir noch machen? Wir können erstmal hier das ausbauen und zur Rosa in Fiore zurückkehren und uns neue Mückenaufträge holen. Ja. Wir haben jetzt schon ein paar geschafft. Und es gibt eben immer weitere, die man sich dann da halt abholen kann. Und ja... Das sollte man auch tun, denn da gibt es dann halt, wie gesagt, immer neue. Und, aber dafür bauen wir jetzt das Ding hier erst einmal aus. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Und jetzt können wir es auch benutzen. Na los. Was hast du hier so einen kleinen Brunnen? Weißt du nicht, wie der funktionieren soll, weil die Wand ist jetzt nicht unbedingt die dickste. Aber gut. Solange es funktioniert. Zu Rosa in Fiore. Um einen Spezialangriff auszuführen, jede Waffe verfügt über einen eigenen Spezialangriff. Na dann. Das ist ein bisschen nervig, dass das die ganze Zeit angezeigt wird mit dem Rums Einkommen ist auf blablabla gestiegen, aber können wir nicht ändern. So, wo ist denn unsere Mama? Hm? Haben wir auf der Karte noch einen Auftrag? Hab ich den übersehen?
Oder können wir uns noch keine neue... Na, eigentlich müssten wir uns neue holen können. Normalerweise kann man sich immer neue holen. Ah. Die lassen die Rosen fallen. Ich dachte, die werfen jetzt damit. Die sie alle aufhören, sobald wir ankommen. Komisch. Wo ist denn unsere Mama? Das verstehe ich jetzt gerade, ehrlich gesagt, nicht. Wieso wir hier keine neuen Aufträge bekommen. Denn normalerweise bekommt man hier, sobald man alle gelöst hat, neue Aufträge. Aber vielleicht müssen wir dafür erst in der Story weiterkommen, um neue Aufträge zu bekommen. Ja, wir haben hier noch nicht so viel von gemacht, aber darauf habe ich mich noch nie so wirklich konzentriert, da diese Mission dann möglichst genau so zu machen, wie man das soll. Gut, offensichtlich kriegen wir keine neuen Aufträge. Das ist ein bisschen komisch. Aber ich würde gerne mal zu einer Bank. Aber wir können ja mal gucken. F3, Border-Einfluss. Befreit, wuhu. So, und das ist, glaube ich, einer von den Fünfern. Ja. Die sind schwierig. Das ist, glaube ich, nicht ganz schaffbar für uns. Aber wir können noch mal was gucken. Und zwar... Gar nicht wahr, nicht dahin. Hier unten möchte ich hin. Aber wir haben noch hier Aufträge von der Diebesgilde. Dann werden wir nämlich einfach mal dahin reisen und diese Aufträge machen. Und dafür können wir einfach zu dem, wo wir gerade herkamen. Man sieht ja auch immer, welche ausgebaut sind und welche nicht. Zum Beispiel der, wo ich jetzt am liebsten hin würde, der ist nicht ausgebaut. Oder? Na? Ja, Forum Romanum. Zu dem würde ich gerne. So, gehen wir zu diesem Campidoglio. Der ist da ja ganz in der Nähe. Ich weiß gar nicht, wieso in manchen Stellen in Rom so viele sind und an manchen gar keine. Das hat man ja gerade auf der Karte gesehen. Okay, wir können Gegner provozieren. Das ging in Assassin's Creed 2 auch. Habe ich aber, glaube ich, nie gemacht. Das würde die Kämpfe, glaube ich, ein bisschen beschleunigen. Aber ich mache es einfach nicht so gerne. So, wo ist die Bank? Bank, Bank, Bank. So, da möchte ich hin. Dann müsste ich da lang gehen. Tatsache. Meine Orientierung ist ja doch gar nicht so doof, wie ich dachte. Oh gut, das wollte ich gar nicht. Hey, hey, hey. So. Geld, 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 Geld. Oder oben glitzert was. Was ist das? Ach, lass mich doch durch. Ein Schatz. Juhu, ich mag Schätze. Da ist eine Wache. Ist noch ein Schatz. Moment, ist die Bank? Hier? Dann lasse ich mich doch direkt hier fallen. Hallöchen. Der erschreckt, da erschreckt man sich bestimmt auch. Stell dir mal vor, ihr habt ein Geschäft. Und so wie halt, wie diese Bank hier. Und dann kommt auf einmal so ein Typ, lässt sich von oben fallen, so wie Spider-Man. Und sagt, hey, ich hätte gern mein Geld. Ich glaube, da werdet ihr erstmal ziemlich erschrocken. Und, naja, vielleicht auch nicht gerade so begeistert. Denke ich mir mal. Gut, das wollte ich nicht so machen. Was mich ein bisschen stört an... Assassin's... Oh Gott. Hui! Ist ja gerade nochmal so gut gegangen. Was mich ein bisschen stört an Assassin's Creed Brotherhood ist, dass man teilweise wirklich nicht so viel klettern kann wie in Assassin's Creed 2. Das war ja da wirklich so, dass man immer irgendwie einen Weg hatte, wo man klettern kann. Und immer über die Dächer. Aber hier gibt es auch teilweise Gegenden, in die wir noch kommen werden, wo wir noch nicht unbedingt waren, wo man das einfach nicht kann, wo man nicht unbedingt überall hinkommt, indem man klettert, wo es einfach nur Feldwege gibt. Und das finde ich halt ein bisschen schade. Hier ist schon wieder ein Sperrgebiet.
Da möchte ich aber gar nicht hin. Muss ich aber. Ach nö. Da glitzert was. Habe ich das gerade richtig gesehen? Da glitzert was. So schön. So, dann holen wir uns noch ein Schätzchen. Dann gucken wir mal, wie wir da hochkommen. Da drüben müsste das gehen. Weiß nicht, ob wir versuchen sollen, dann gleich auch noch den Turm mitzumachen. Basilica Julia. Hier sitzt ein Typ. Ich glaube, tagsüber sitzt der hier und fegt. Sieht eher riskant aus. Na. Sieht eher riskant aus. Hallöchen? Okay. Porco Diavolo. Mörder. Ah. Ja, ich kenne diese Mission. Ich erinnere mich gerade nämlich daran. Der hier, der Borgia-Hauptmann, den finden wir unterirdisch. Ich weiß, das sind so eine Art Katakomben, so ein kleines Labyrinth, wo man sich ziemlich schnell mal verläuft. Ich weiß, wo ich lang muss, um zu dem zu kommen. Problem ist nur, den Eingang zu finden, denn wo der ist, das weiß ich nicht. Den suche ich auch jedes Mal wieder neu, weil ich mir das irgendwie nicht merken kann, wo der ist. Aber ich bin ja eigentlich nur hier wegen der Aufgabe von den Dieben. Jetzt einfach mal die machen. Guardiana, alle sprechen von eurer Flinkheit. Doch könnt ihr euch mit mir messen? Auf dem Laufenden. Ach, jetzt müssen wir hier ein Rennen machen. Na gut. Wenn es sein muss. Ach, mitten durchs Sperrgebiet auch noch. Huch. Drei, zwei, eins. Ach ja, die Rennen sind ja hier ein bisschen anders. Ja, los! Ah. Ah, da ist der Eingang. Merken. Nein! Nein! Oh Gott, was mache ich denn hier gerade? Ich weiß nicht, wieso ich gerade so faile. Irgendwie läuft das hier gerade überhaupt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber vielleicht schaffen wir es schon. Trotzdem. Hier ist ein Cluster. Okay, ja, das schaffen wir. Aber nicht mit voller Synchronisation leider. Dazu habe ich zu sehr gefailt gerade. Aber ich habe soeben den Eingang gefunden. Komme ich denn jetzt wieder weg? Und ich habe jetzt aber auch schon wieder vergessen, wo der Eingang war. Ganz toll! Ich bin noch hier gerade dran vorbeigerannt an dem Eingang. Irgendwas glitzert hier. Ich höre was glitzern. Neutralisieren wir mal. Nee, da unten ist ein Borgia-Banner, aber mehr als hier auch nicht. Ich glaube, von hier sind wir gekommen. Falls wir den Eingang hier jetzt nicht finden, dann hau ich hier einfach ganz schnell ab. Wo geht hier die Treppe hin? Ah, hier ist auch ein Eingang. Ich glaube, das ist sogar der, den ich meine. Hallo! So. Hier haben wir schon mal einen Eingang. Da hinten sind noch... Da ist einer zumindest. Haben wir überhaupt Pistolenmunition? Das ist nicht der Eingang, den ich meinte. Zur Info. Also... Macht euch darauf gefasst, dass wir uns hier jetzt ganz schön verlaufen werden.
Ihr seht's schon. Huch. Ah, das ist der Eingang, den ich meinte. Okay, wir sind richtig. Wir müssen jetzt hier lang. Und hier runter. Und ab jetzt wird es ein bisschen kniffelig. Das eine ist hier der Borgia-Turm-Typ hier. Der steht da hinten. Den dürfen wir nicht aufschrecken. Deshalb kämpfe ich jetzt hier so, dass der das nicht sieht. Okay, die haben Angst. Und jetzt müssen wir nämlich von hier oben... den... Ich habe den zwar jetzt gerade nicht gesehen, aber wir haben es geschafft. Denn ich habe gerade rechtzeitig noch das ausgewählt gehabt. Ihr seht, das ist nicht so einfach, wenn man nicht weiß, wo es geht. Wo wollt ihr hin? Hallo, bist du behindert? Aber wir haben es noch geschafft. Eigentlich wusste ich, wo ich hier lang muss. Und das ist hier oben. Ja, hier oben, genau. Hier unten, nämlich ein bisschen verzwickt. Nein, lass mich. Oh, nee. Es sind ja auch noch so viele hinter mir her. Ich will doch den Turm nur anzünden. Okay, dann kämpfen wir. Oh, da ist einer mit einer Armbrust. Wie unfair. Attentatserie. Da gesehen, ne? Ganz schön cool. Ach. Ihr seht's, da haben die dicken Wachen auch keine Chance mehr. Den wollte ich auch gar nicht untersuchen. Ich wollte den dicken. Nehmen wir jetzt mal eine Medizin, wenn wir hier Medizin finden. Wo ist denn der Deck hier? Da. Give me the dickest. Ne, okay, das war schlecht. So, dann kommen wir mal hier hoch. Hier glitzert schon wieder irgendwas. Ich kann dieses Glitzergeräusch nicht mehr hören. Hier kommen wir nicht hoch ohne Klettersprung. Das ist irgendwie doof, dass man so gar nichts hat. Ja. Moment, hier kommt man aber hoch, oder? Okay. Ich dachte jetzt gerade schon nämlich, dass wir nicht mal hier hochkommen. Doch, das sieht ganz gut aus. Normalerweise kann man hier dran, aber das bringt uns gerade nichts. Da wir nicht weiterkommen. Naja. So. Weiß ich nicht, ob das so gedacht ist. Aber es sieht auf jeden Fall schon mal so aus, als kämen wir hier halbwegs hoch. Yay, okay. Ja, wir kommen hoch. Sehr schön. Dann war das ja der richtige Weg, den ich gewählt habe. So. Dann haben wir jetzt sogar schon mal einen Borderturm der Schwierigkeitsstufe 5 erledigt. Ah, lecker schon mal hier. Wieso sagt mir das nicht? Gut. Da war ich wohl gerade so vertieft, dass ich das gar nicht mitgekriegt habe. Jetzt dürfte auch hier das Sperrgebiet weg sein. Super. Und ja, dann bin ich jetzt erst einmal weg, quasi. Und wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder mit Let's Play Sanskrit Brotherhood. Bis dann!